Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und herzlich willkommen zurück zu American McGee's Grimm. Und ja, heute kommen wir doch einmal zu Pinocchio. Und zwar, ja, ohne weitere Vorworte, Pinocchio kennt ja wohl jeder aus den Disney-Filmen von, aus den Walt Disney-Filmen kann man sagen, mit Jiminy die Grille und hat man nicht gesehen. Und heute kommen wir zu der Horror-Extension Grimm-Version. Und ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal auf Play. Und schauen uns das Ganze doch einmal sofort an. Das Ding hat sogar 7:10, sehe ich gerade. Okidoki. Gut, Pinocchio war ja auch ein etwas längerer Film und keine diverse Kurzgeschichte. Und in dem Sinne gucken wir doch einfach mal nach, was da so Schönes passieren wird. Wird auf jeden Fall natürlich wiederum ein Spaß für die ganze Familie, so wie sich das gehört natürlich. Und ja. Märchenstunde mit Grimm. Auf geht's! Nearly every culture has a tale about how an ordinary piece of firewood becomes a dull-witted and naughty human child. The Enchanted premise must appeal to something eccentric or unstable in the human brain. The story always begins with a humble carpenter, desperate for a son, but without the ability to acquire him in the usual way, he makes one out of wood. Ja, Geppetto ist ganz schön dick geworden. Come play with my pet termite. Is that Stump your mother? I smell rotten wood. You stinkhead smell of pigs and old cheese. I'd kick your butts if my feet worked better. The wooden juvenile delinquent has a companion, as unlikely as himself, a talking cricket. Don't embarrass your father, Pinocchio. Be a good lad. Go to school. Shut up, cricket. Also, ziemlich aggressiver Pinocchio, muss ich sagen. My schoolbook was worth something. Father just didn't know what. The other puppets see Pinocchio as kin, and Fire Eater gives him some money for Geppetto. Will that money make it home? No, would be a good guess. Pinocchio, stay away from those hungry creatures. They are up to no good. They're not related to beavers, are they? Or termites? They look friendly enough. Hello, boy. Perhaps you'd like to make a little mischief with us. Have a little fun, Fun by all means. Big fun. At least for some. Are you by chance holding any serious money? Fun is my middle name. Let's go! Idiot should be his middle name, and the cricket knows it too. Having so little character of his own, Pinocchio's a miserable judge of it in others. Hung up like laundry by would-be assassins, who are not so bright themselves, a fairy with blue hair rescues him. Whatever the fool, Pinocchio suspects he was the victim of mistaken identity. Cat and Fox hung the wrong talking puppet. The mind boggles. Now he plants his money, expecting something. I'm not silly, you old pea brain. Though people do say I'm strange. Ist das ein riesiger Gorilla? Anscheinend schon. Okay, sprechen Holzpuppen, ein riesiger Gorilla. Ich habe alles gesehen jetzt. Misplaced some gold pieces and I was wondering whether anyone had turned it in. Well, your strangeness is going to jail for its own protection. So he does his time, and when he gets out of the jail, he manages to leave the simple village, we're not allowed to ask how, evidently, to look for the blue-haired fairy. Subject being sidetracked from what's important by any nonsense, Pinocchio's search for the fairy with the azure coiffure is trumped by Toyland. He plays around for months, and then, because he's Pinocchio, finds out she's dead. I can't cry too much. Water warps wood. Oh, the sentiment, the depth of feeling, the distraction heals the pain. If only it would do so much for me. Look, Cricket, a wonderful wagon and fine donkeys. I wish I was on it. I can see by your ears that the cliche, be careful what you wish for, would be wasted. You should be looking for your father. I wish you'd go.
A circus buys this newly minted donkey and takes him away to teach him tricks. But Pinocchio becomes lame and is sold to a man who has a different fate in mind for him. Come here, little donkey. I just want to pet you so scared. Touch me again, you pervert, and I'll kick you into next year. I'll have your skin for a drumhead, or know the reason why, you useless brother of a mule. In the course of his escape, the donkey transforms back into a marionette. But as he swims to land, he confronts a more aggressive obstacle. Is that you, father? Have I found you at last? You have, my boy. There must be worse places to live out our days. I hope you're right. I'll try to be grateful for what we have. Each other, and the cricket, of course. Pinocchio is reunited with his creator in the belly of a gigantic shark. There's a whole community in there. Everybody's pretty happy, except the sun doesn't shine and it smells of rotted fish. Otherwise, it's tolerable. Not that anybody had a choice. That's a real ending. So, und das war dann soweit. Einmal Pinocchio in der halbwegs normalen Version. Ja. Und jetzt wird's umso schöner. Yay. Mir fehlen heute Worte einfach, also. Da fehlen ja heute einfach die Worte, aber ich hier gar nicht weiter schlimm, ne? Und jetzt geht's los mit Grimm erstmal. Und die Spaß ist richtig groß, denn. So, der Spaß wird richtig groß, meine ich. So. Und zwar, ja. Ich bin gespannt, was passieren wird. Riesiger Wal, große Teddybären, ein Ladebildschirm. Ich hab den immer noch nicht rausgeschnitten. Mann, bin ich gut. Yes, I can this. Do it. Okay, ist okay. So, während der Ladezeit werde ich euch dann zwischendurch immer noch mal mit paar Informationen aus der Newswelt informieren, meine ich. Aber erstmal kommen wir natürlich zu Pinocchio. Da ist ja schon Pinocchio, jedenfalls der Kopf davon. Make it stinky. Stinky, okay. Aber Geppetto ist ganz schön dick geworden, muss ich sagen. Der war doch vorher, der war so dünn eigentlich, oder? Na, sehr gut. Solange es kein Eidotrio wird, ist ja alles noch okay. Eidotrio, so. Und dann, damit Pinocchio. Okay, ist bloß der Kopf zu sehen erstmal, ne? Er kann schon sprechen, ne? Wunderschön. So. Und heute natürlich versuche ich auch wieder soweit alle geheimnisvollen Münzen zu finden, ne? Dass ich wieder sowieso nicht finden werde und schaffen werde. Ist egal. Der Versuch ist da auf jeden Fall. So, wo ist denn hier noch was? Oh, okay. Ich muss ja mal rum. Hier sind Zwerge, Gartenzwerge, die leben. Ich werde verrückt. Oh. Das ruckelt heute ein bisschen zwischendurch, komischerweise. Woran das liegt, weiß ich selber noch nicht wirklich. Wow. Grimm, hör auf zu ruckeln hier. So, besser. Guckt euch mal an, wie die aussehen. Bleib stehen. The old carpenter had him. There's a dark art at work here. Komisch, irgendwie so weit ruckelt das heute ziemlich doll. Make it foul. Hä? Hä? Check ich gerade nicht. Aber jetzt geht's auch wieder. Jetzt wiederum nicht. Okay, ziemlich merkwürdig. Wir gucken jetzt einfach mal, wie lange das so anhalten wird. Ansonsten muss ich hier das Ganze nochmal komplett neu starten, ne? Aber wir hoffen natürlich in dem Sinne das Beste. So, und zwar.
ziemlich merkwürdig. Zack. Okay, aber jetzt geht's auf einmal wieder. Hä? Ziemlich kurios das Ganze. Wir gucken einfach mal, wie lange das Ganze anhalten wird. Button stomp me here. Alles klar, wieder machen wir wohl. Boah, Winterclub, komm her, ich will auf den Kopf springen. Komm her. Wow. Es ist ein Demon, Pinocchio. Insel. Und er trägt ein cooles Cape. Okay. So, also ich muss euch leider sagen, Jiminy die Grille wird in der zweiten Szene nicht mehr dabei sein. Make it rotten. Das ist natürlich auch schon very schön, das Ganze. Ja. Oder auch nicht. So, wo haben wir denn die? Dann, dann, dann. Hier wird natürlich immer geputzt. Geputzt. Hier ist einmal. Wo ist denn die Münze? Da. Da, 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 da. Ach, Rotten muss ich jetzt haben. Oh, da muss ich ja nochmal zurückgehen jetzt einmal. Rotten, Rotten, Rotten. Es muss alles verrotten. So, Stomp it good. So, also. Okay, ich kann euch zurzeit erstmal nicht sagen, woran das genau liegt. Aber wir versuchen das natürlich so gut wie möglich zu überstehen. Okay. Das macht mir jetzt noch ein paar kleine Bedenken, ne? Aber ich hoffe, das wird jetzt schon wieder. Oh yeah! This naughty pine punk knows how to treat a gate. So, also Szene 1 werde ich einmal so jetzt spielen. Und nachher ab Szene 2 werde ich den mal, denke ich mal, alles komplett einmal ausmachen. Mal gucken. So, alles klar. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, von hier aus mache ich jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Das heißt, der Ladebildschirm wird jetzt einmal komplett rausgeschnitten. Und wir sehen uns dann gleich wieder, indem ich alles so weit hochgefahren habe, nochmal neu. So, und auf geht es zu Szene 2. Ich habe das ganze Ding nochmal komplett neu gestartet und hoffe jetzt, dass es funktioniert, ohne irgendwie zu ruckeln. Ich hoffe einfach das Beste. Irgendwo muss ja der Haken liegen, ne? Nur leider kann ich das noch nicht genau analysieren, deswegen, ja. Ich habe den Sound auch nochmal, den Hintergrundsound noch ein kleines Stück nach unten gedreht. Mal gucken, ne? Oh, es war mir doch ein kleines bisschen zu laut. Von der Stimme und vom Sound her, meine ich. So, nochmal. Kopfhörer hier jetzt ordentlich aufgesetzt. So. Dann machen wir nochmal das Beste auf mir. Ich gehe mal hier am besten gleich mal hoch. Ich will da hoch jetzt. Ich will auch mitfahren. Oh. Toll, ich darf hier nicht mitfahren. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? So, und mal. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Zeit verplempert hier. Hoch, runterfahren, alles. Wie soll es auch anders sein? Das kommt davon, wenn man so viel am Tag macht am PC. Da muss man den leider auch mal ausmachen. Hey, ich drehe mich mal voll einfach. Wow. Brennende Kinder. Wahnsinn. Und hier wird bestimmt jetzt auch irgendwo eine Münze sein. Irgendwo. Nur ich weiß noch nicht wo. Bestimmt hier oben rennen im Riesenrad oder so. Ich muss immer durch einmal. Dankeschön. So kann man sich auch einen Platzvorteil verschaffen, ne? Ja, da kommen wir ja gar nicht hoch. Okay, denn nicht. Ah, da haben wir ja schon unseren kleinen Pinocchio. Okay. Ich will ja auch mal durch. Ich komme. Zack. Irgendwo muss er hier die Münze sein. Hm. Keine Ahnung gerade.
Okay, ey, da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne. Guck, da, da, da. Oh, er ist ein richtiger Junge. Wahnsinn. Pinocchio is accosted by naja, also. Naja. This is hardly a mugging. This looks like cuddling. We hate cuddling. Make it rotten. So, so, so. What? Falsche Richtung, hier, da langs. Ah, jetzt schauen wir auch mal einmal hinter die Kulisse. Natürlich. Baumstamm, Baumstamm, Baumstamm. Weiter geht die wilde Fahrt hier. Durch Frosch und Born und Bogey. Ich will auch mal Gold haben, hier eine goldene Münze. Oder wenigstens Silber vielleicht mal. Ey, Finger weg vom Pinocchio. Hey, jeder, da. Elende Piraten seid ihr. Landratten-Piraten. Make it nasty. Okay, und weiter geht die wilde Fahrt auch schon hier im Märchen Wunderland. Ja, von American McGee's Grimm haben wir jetzt auch nicht mehr so viel vor uns. Das müsste jetzt die viertletzte Episode sein. Glaube ich, nach meiner Berechnung, ja, müsste das jetzt die vierte Episode sein. Und dann ist es auch fast vorbei, das Ganze. Und dann muss ich mir mal überlegen, was ich dann soweit aufnehmen werde. Oder wenn ihr schon irgendwelche Ideen habt soweit, dann schreibt es in die Kommentare mit rein als neue Serie. Als neue Let's Play-Serie könnt ihr dann mal mit reinschreiben, was ihr so für Ideen habt vielleicht. Das ist auch vollkommen Banane, ob es hier aus Deutschland kommt, ob das Spiel deutsch ist, meine ich, japanisch, italienisch, Französisch, das ist mir Banane. Solange das Spiel gut ist. Nessie habe ich noch nicht erreicht. Warum denn nicht? Hier muss irgendwo noch ein Stück fehlen. Da, bestimmt da, wo die Hoppelhasen sind. Warte, Platz da. So. Böse Hoppelhasen hier schon wieder. Sowas. Nee. Da, guckt euch das an. So, jetzt muss ich nochmal ein Stück weiter zurückgehen hier. Alles wieder versaut. Die ganze Arbeit wieder alles versaut hier. Oh ne. Stop it! Jetzt. Jetzt aber. Ich überlege mir auch vielleicht mal, eine neue Let's Play-Serie anzufangen. Aber ich weiß ja nicht genau. Na, wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen oder ihr habt irgendwelche Ideen, dann schreibt es einfach in die Kommentare da mit rein unten unter dem Video da Kommentare reinhauen. Und dann schauen wir doch mal. Wait, ey, du kannst doch nicht die Fee gut. Ja, die gute Fee, ja. Hey, ist die gute Fee. Hat sie Falten bekommen? Wow. Wow. Hat der Peng gemacht. Okay, und schon wieder Bronze, natürlich. Yay, yay, Bronze. Yay. Naja, auf jeden Fall, hier ja, ist schon mal ziemlich viel Pixelblut im Spiel. Pixelblut, das ist der Begriff, den ich gesucht habe, natürlich. Ja. Ich glaube, die kommen in Szene 2. Wow, wir sind erst bei Szene 3 und es sind schon Jiminy die Grille, denn der Katze und der Fuchs ist alle weg schon. Okay. Ah, die kommen wieder natürlich, klar. Zum Schluss nachher. Ein Ladebildschirm, der sich seit Episode 1 nicht verändert hat, glaube ich. Hm. Da hätte man sich was anderes einfallen lassen sollen. Aber... nun gut, naja, natürlich, tata. Los, Ladebildschirm, verschwinde jetzt in 3, 2, 1. Schade, funktioniert nicht. Hätte ja klappen können. Ich wollte einfach mal wieder meine hier magischen Kräfte ausprobieren, aber leider bringen die soweit nichts. Nein, ich habe auch keine. Hm.
Ja, Szene 3 startet endlich. Yes, I can. This make is so. Verwirrt. Verwirrt. Was mir auch gerade wieder auffällt, die Gamescom kommt auch immer dichter, man glaubt es kaum. Geht ja auch bald wieder los, das Ganze. Mal gucken, vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch da. Ich werde auch diesmal soweit, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt soweit, werde ich auch dieses Jahr im Pressebereich mal nicht unterwegs sein. Mal gucken, wie man da dann so alles sieht. Oh, yes, a very beautiful scarecrow. Yes, das ist, ja. Warum jagt die nicht Batman eigentlich? Was macht die hier? Was machst du hier, Scarecrow? Du sollst Batman jagen. Ah, ja, verstehe schon. Er will auch mal abhängen einfach, aber naja. Also auf den Schlachtfeld hier schon wieder. Aber jetzt funktioniert das ohne zu ruckeln erstmal. Das hört sich doch mal ganz gut an. So, hier haben wir noch ein Haus. Jetzt gehen wir mal hier rüber einmal. So, also die Ernte haben wir schon mal in dem Sinne versaut. Ah, passiert. Alles Gute. Das muss so sein. So, Kinder, jetzt geht doch mal alle hier ein bisschen weiter aus dem Weg. So. Hey, da sind sie ja schon wieder. Die sind wie Jason Voorhees. Die können einfach nicht sterben. Auch wenn sie explodieren. Die sind immer noch da. Obwohl es ja nur eine wundergute, kinderfreudige Märchengeschichte ist. Ja. Der Hohe Rat der Gorillas hat entschieden, wir gehen jetzt dahin. Wo ist das? Irgendwo müssen wir rein. Aber nur wo? Ich werde erstmal hier draußen so ein bisschen für Schabernack sorgen. Okay. So. Da. Ah, hier ist ja kein Weg. Da war ein Löwe gerade. Okay. Willkommen, Endstattertiere. Ja. Sie sind alle von Noahs Arche ausgebrochen. Und wohnen jetzt hier in dieser kleinen Stadt. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Immer noch keine Münze zu sehen hier. Wo ist der Weg überhaupt? Ich glaube, hier bin ich noch nicht richtig. Doch, der Weg müsste da hinten sein. Immer den Pfeil folgen. Immer den Pfeil folgen. Das muss hier irgendwo sein. Hier drin oder nicht? Tatsache. Wow, sieht aus wie ein Knast hier. Okidoki. Button Stomp hier. So, der Rat der hochmächtigen Grimms hat jetzt entschieden. Ey, da, passt mal da auf. Okay, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Da sollen wir jetzt runter. Da sollen wir jetzt so weit runter. In den tiefsten Keller, wo die Ratten, Mäuse und Pinocchio lebt. Wunderbar. Der ist ja auch da. Gut, wir retten ihn natürlich. Ist man ja von uns nicht anders gewohnt. Wir sind so eine herzensgute Seele. Ja. Da war jetzt auch gar kein Sarkasmus dabei. Nein. Überhaupt nicht. Komm auch hier runter, ja, ne? Ey, du hast den Grimm zerstört. So aber nicht, mein Fräulein. Geht das nicht?
drauf. Hey! Das hat er sich gedacht gerade. Ja, wird einmal kurz aufgeschweißt das Ganze. Sehr gut. So eine Grim Power hat schon was, oder? So, das war Szene 3 war das. Und ja, wir haben leider immer noch Bronze in der Zeit her. Sehr gut, immer noch Bronze. Besser als nichts zu haben von den Sachen. Das wird sich auch nicht ändern, glaube ich. Und ich glaube, ich hatte bis jetzt in noch keiner Szene oder Episode einmal keine Bronze. Super, ich würde sagen, das Ganze läuft. Top, die Wette quillt. Ja. Ich wollte euch doch während der Ladezeit wieder mit News unterhalten, oder nicht? Oder habe ich da vielleicht was vergessen? Und zwar... News, ich habe welche gefunden, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Oh, aber erstmal geht es mit Pinocchio weiter. Und die Szene Nummer 4 natürlich. Wie gesagt, hier sind jetzt soweit keine 6 Szenen. Hier sind es 7 Szenen. 7 Szenen haben wir jetzt vor uns. Make it nasty. Let's muck it up. Auf geht's. Wo sind wir denn? Oh, Teddyband. Oh, okay. Alles klar. Ah, okay, alles klar. Links, rechts, oben, unten, Mittelpunkt und. Was? Ich habe ein Secret gefunden. Mann, bin ich gut. Gut, der war jetzt auch nicht so schwer zu finden, aber. Naja. Wow. Wenn das mal nicht ein bisschen rot ist. Was ist das hier? Wo geht's da hin? Ah. Also wir könnten hier ein kleines bisschen rot vertragen. Wow. Ein Mega-Elefant, der komisch aussieht. Ist hier das Kinderparadies der... Das Problem ist jetzt, wenn ich hier wieder abhaue, dann haben wir wieder das Problem, dass die Kinder hier alles sauber machen wollen. Aber wir können auch hoch noch, sehe ich gerade. Dann gehen wir mal hoch einmal. Do it now. Schwimmen die da etwa? Der Gong, ich muss hier einfach mal durch. Ah, okay, wir verwandeln jetzt soweit die kleinen Kinder erstmal zu Eseln. Komm her, du Esel, so. Und jetzt sind die anderen hier unten erst. Okay, alles klar. Na, nicht so schnell. Ich muss hinterher. Ich hab's nicht geschafft. Ich wollte mal hier einen auf Tom Cruise megamäßige Action machen, aber das hat nicht funktioniert, leider. Ich wollte mal einen auf Tom Cruise hier machen, aber leider war das, naja. So, hier haben die anderen kleinen Kinder allein. So. Esel. Komm hier runter, oder? Kann das sein? Hier. Ah, hier schwimmt die also. Kann ich hier nicht reingehen? Deswegen haben wir auch bestimmt die Push-Karte. Oh, ich fahre ja noch rein. Nein. Toll, das war sowas von klar jetzt gerade. Wer baut denn sowas? So, da haben wir noch zwei von denen.
euch kriege ich auch noch. Kommt raus da jetzt. Gluck, gluck, da waren sie weg. Ist das Geppetto? Geppetto, bleib da stehen, wo du bist. Keiner wird verletzt. Pinocchio, slow as ever, doesn't realize that children are turning into donkeys. The childhood diversion, pin the tail on the donkey, becomes something more sinister in an adult setting. Make it repulsive. Repulsive. So, wo ist er denn? Pinocchio, wo bist du? Achso. Hier ist der Weg also. Also von der Zeit her ist das noch okay erstmal. Wir sind gerade bei Silber. Und jetzt? Ah, da. Okay. Da haben wir ja schon. Pinocchio, der alte Räuberspecht, der. Die alte Pferdedecke. Ja, ich bin auch schon dabei. Entspannen Sie sich bitte. Keiner wird verletzt. Da ist noch ein Kind gewesen, so. So, Pinocchio, mein liebes Holznäschen. Holznase ist gleich weg. Wow. Ich muss schon sagen, also... Es ist zwischendurch ein bisschen brutal. Hey, wir haben Silber bekommen. Wunderbar. Einmal Gold, dann haben wir noch Silber. Wunderbar. Das läuft ja heute. Das müssen wir uns also jetzt alle mal rot eintragen im Kalender. Der Typ da aus Internet hat Silber. Wahnsinn. This is so awesome. Oder amazing. Ihr könnt es euch aussuchen. So, und wir haben den nächsten Ladebalken und ich werde mal jetzt ein paar News hier verteilen auf dem Tisch. Das Ganze natürlich von ps4info.de. So, und zwar, was ist denn hier Schönes? The Evil Within Game of the Year Edition wurde bei Amazon gelistet auf der französischen Internetseite. Okay. Muss eigentlich zu knapp jedem Spiel eine Games of the Year Edition kommen? Was haltet ihr davon? In die Kommentare eure Meinung, wenn ihr möchtet. Aber ich sag mal, wenn ich mir das Spiel gekauft habe, dann hole ich mir nicht nochmal die Games of the Year Edition, nur weil alle DLCs dabei sind. Wo steckt denn da der Sinn hinter, bitte? Nee, nee, nee. Na gut. Okay, also der ja gerade Pinocchio. Wunderbar. Wie spät haben wir es überhaupt gerade? Oh, noch 10 Minuten in das Kaffee. Da ich nämlich heute wieder gerade frei habe und bei meinen Eltern zu Hause bin und das Ganze von hier aus aufnehme, ja, gibt es hier auch Kaffee um genau 3 Uhr immer. Und wer nicht pünktlich kommt, den bestraft das Leben. Dann gibt kein Berliner mehr oder kein Kuchen oder was anderes halt. Und das wäre natürlich ein bisschen doof, also, ja. So, Pinocchio, jetzt bleib hier stehen, gleich ist Kaffee. Es müsste auch generell nicht mehr viel kommen jetzt. Mal gucken, inwieweit ich das abgearbeitet kriege, wenn ich ein paar Minuten zu später bin. Ist das ja auch nicht weiter wild. Sie wissen ja, der Junge ist immer höchst beschäftigt. Höchst beschäftigt. Nur für euch natürlich da draußen. Ne? Und deswegen ziehen wir das Ganze jetzt durch. Wo ist denn der Weg? Ah, hier. Na, und wie ist hier das Wetter? Schön, sonnig hier. Ich stecke fest. Diese Kinder haben mich gefangen genommen hier. Geht weg, ey. Nee, nee, nee. Natürlich, Gold ist jetzt schon wieder weg. Ausverkauft, alles klar. Da, ich hab's gewusst. Oh,
Und Silber schon wieder. Bei Bronze ist es ja normal, aber Silber, ey, komm schon. So, ich muss hier gerade erstmal aufräumen hier komplett. Und Bronze. Hey, da war ein Hai oder der Wal. Ihr könnt es sehen, wie ihr möchtet. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nö, ne? Na gut. Hier putzen. Ne? Was macht ihr da oben? Also, nee. Du hast deine Wasserpistole, das geht so nicht, nein. Okay, also ich guck gerade, wo hier noch was ist gerade, aber irgendwie. Da fehlt gerade noch ein Stückchen mehr. So, das war der Turm. So. Jetzt muss ich aber gerade nochmal nach oben einmal. Da haben wir es auch schon. Die Schnecken waren das natürlich. Die fressen den ganzen Dreck wieder weg. Oh, Twitter radiert gerade hier. Ich muss... Mann. Irgendwas ist gerade schon wieder passiert auf Twitter, das aber interessiert mich später erst. So, ich bin hier gerade höchst in der Konzentrationsphase. Die armen Kinderleins, das könnt ihr doch nicht machen. Guck mal, wir sollen da hingehen. Wir kommen am Roten Meer. Und da kommt was auf uns zu. Und das ist kein Wal, das ist ein Hai, ist das. So, also das war doch jetzt kein Wal, das war doch ein... Sharknado war das. Ne, wer ist das hier? Wie hieß der Film hier? Sharktornado war das. Sharktornado. Okay, aber er ist nicht durch die Luft geflogen, also. Okay, egal. Vollkommen Banane. Wir sind hier in der nächsten Ladezeit erstmal. Und ich überlege mir auch soweit in Zukunft, ob ich mir nicht nochmal, ob wir nicht mehr japanische Spiele spielen. Und zwar von der PlayStation 4 nämlich. Dann kann ich das nämlich besser aufnehmen. Ich überlege noch, ob ich mir da welche importieren werde. Wird, denke ich mal, ganz interessant, was ich noch geplant habe in Zukunft. Dass ich da noch ein paar Spiele importieren werde. Von ganz weit, weg. Pinocchio, Szene Nummer 6. Das ist jetzt die vorletzte Szene. Und jetzt sind wir... Ja, wir sind da. Im Magen des Wals. Mit wem spricht er da? Hä? Mit wem spricht denn Pinocchio... Wie viele Kinder hier sind? Achso. Ja, ist ja gerade alles komplett verschlungen worden, ne? Sehr gut. Pinocchio, mit wem sprichst du da? Du weißt schon, dass er dich nicht versteht, oder? Okay, alles klar. Okay, alles klar. Lassen wir das Kind mal weiter umher da tanzen. Keine Ahnung. Der redet gerade mit einem Seeigel oder sowas, aber... So, Kinder, jetzt hört ihr auch mal auf hier zu putzen. Die können nicht aufhören. Sei es... draußen auf der Wiese oder im Magen eines Wals. Die können nicht aufhören zu putzen, ne? Und du hörst auf, wie mit den Seeigel zu sprechen. Der hat eh nichts zu sagen. Als dritter den auch noch. Wow. Er ist größer geworden. Von so nach so. Okay. Make it repulsive. Ah, da ist der Leuchtturm. Den habe ich schon vermisst.
Okay, jetzt sind wir wieder. Ja. Wo ist denn der weltberüchtigte Doppelsprung? Hä? Wie kommen wir da nicht rein? Was ist denn das für ein Haus überhaupt? Ist das mein Haus? Total die Magensäure. Ich dachte, Grimm wäre gegen sowas hier. Also, naja, ist egal. Oh, Magensäure. Krabbe, renn durch da. Good. Ja, mit dem Milch, die. Was grinst du denn eigentlich so? Also, naja. Er freut sich einfach. So, da haben wir noch eine Mütze. Zack. 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 Wenn ich jemand wüsste, wo ich bin jetzt erstmal. Irgendwo im Eingeweidenland eines Wals. Und die wohnen jetzt hier unten und fühlen sich alle wohl. Okay. Okay, und die wohnen jetzt hier unten alle. Ja, das läuft ja bei denen, würde ich sagen. Ne? Wenn ich das hier unten so schön finde, ich ja so nicht, nicht so wirklich. Man, hört doch mal auf zu putzen hier. Also los. Ah, und da ist der hohe Rat der Gimpettos. Und da werden wir dann einfach mal hin jonglieren. So eine Münze, ja. Münze. Secret found. Sieht alles so glibbrig aus hier, so. Komisch, so. Glibbrig, komisch, ja. Okay. Da sind noch zwei Depotze. Oh. Und zwei fehlen auch noch. Wo mögen die sein da? Bleib stehen! Okay, ich möchte ja nicht sagen, dass es jetzt ein bisschen Satan und so vielleicht. Ja. Okay. Sah nämlich auch gerade wie ein Ritual und jetzt sind wir befreit worden. Das ist ja. Das läuft ja heute. Und willkommen zur letzten Szene. Und da schaffen wir jetzt auch noch von der Zeit her. Ist jetzt eigentlich schon um 3. Pabalapap, das ziehen wir jetzt durch jetzt. Und ich werde jetzt nochmal eine News streuen. Und zwar, was haben wir denn hier? Mortal Kombat X Tremor stellt sich im Trailer vor. Neue Kämpfe, neues Glück, Street Fighter 5, neuer Charakter. Nikali im Trailer enthüllt. The Witcher, Walter, der neueste Patch verursacht Performance-Beeinträchtigungen. Das ist doch sehr schön, das ist mein neues Thema. Und zwar, das Ding, noch mehr Patches für The Witcher, weil ich sag mal, nach dem letzten Patch soweit, nach dem letzten Patch, welcher war das jetzt? Nach dem letzten Patch 1.07 sind die Performance-Probleme schlechter geworden als vorher. Und das ist natürlich richtig geil, das Ganze. Und irgendwann. Es gab schon Spiele, die wurden total zerpatcht, also vielleicht hoffe ich mal nicht, dass es für The Witcher der Fall ist nachher. Schlimm wäre es auf jeden Fall, wenn das Ding jetzt einmal komplett zerpatcht wird. Vom Patch zu Patch wird das Ganze immer schlechter nachher. Hoffen wir natürlich mal nicht. Es gab ja schon einige Spiele, wo das vorgekommen ist, dass das Ding dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat, die Spiele. Und ja. Das wäre ein bisschen schlechter.
dann bleibt man lieber noch mal bei der Day One Edition sozusagen, ohne Patch, ohne alles, dann passt das schon. Ey, hier ist doch gar nichts mehr. Ich will hier weitermachen. Achso, alles klar. So, ja, wir sind ja wieder raus jetzt. Und zwar, bist du nun eigentlich schon ein richtiger Junge? Ja, Tatsache, er ist ein richtiger Junge. Er hat keine Nase mehr vorne, keine Holznase mehr. Schauen Sie, wie groß dieser Junge ist. Er ist richtig. Er ist ein richtiger Junge. Wartet mal. Von der Größe her passt er aber nicht. Okay. Instance of the rubric of no good deed goes unpunished. If we thought that turning a piece of wood into a boy. Ihr kennt doch alle Godzilla. Das könnte jetzt sowas werden im Pinocchio Style. Make it dark. Voll weit weg wieder. Ach, wir spielen Pinocchio hier. Wir spielen einmal nicht den Grimm. Okay, Doki. Ich muss zerstören. Lasst mich hier durch. Pinocchio böse. Pinocchio hungrig. Wo ist denn das eigentlich gewesen? Da oben ist irgendwas drauf. Mach ich denn gleich. Ein neues Item. Okay. Boah, voll weit oben wieder. Alles klar. Zack, 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 zack. Ich kann nicht sprechen. Oh. Ups. Running won't save you. Super Button Storm, okay. Mega Super Button Storm. Yeah. This is amazing and awesome. Eine große Welterschütterung und ein riesen Pinocchio. Wow. Das hat keiner kommen sehen. Kann auch einen Button Storm machen? Nee, ne? Nein, ich will aber. Gut, bin ich ja bei Silber. Alles klar. Wow. Er wird größer, okay. Hey, okay. Ja, das ist die Erde und die Erde ist jetzt nicht mehr. Das ist ja... Wow, also die Geschichte zum Schluss hat sich ganz schön gewendet. Ja, mir fehlen die Worte gerade. Mir fehlen die Worte, die Geschichte hat sich ganz schön umgestellt, merke ich. Das ist ja, das war so wie es ist. You've captured the dark implications of a walking, talking puppet. But who made this thing? An evil shaman? A necromancer? A demonologist? And how would such a twisted mannequin really treat the so-called normal world? This wild child makes delinquents and criminals vomit from fear. He's an ugly, murderous little brute with a taste for the suffering of others. Reminds me of me. Run, hide, whine, cry. Means nothing to me. I do as I please. Must you be so mean, Pinocchio? What goes around comes around. What goes around is this rock. You rarely see a puppet with a good arm. I knew I didn't need a ticket. This cast appears to lack certain essentials. But he evidently really wants to see the show. Well, hello there, big boy.
up for something cruel, unusual, and very stimulating? She's talking about a religious experience, Skinny. Get your tiny mind out of whatever trough it was in. Okay, fine. As long as someone gets hurt. Little did he know, exorcism always hurts the exorcised more than the exorcisers. If that's a word. Funny that way. Hurt to help, they say. The boy is a psychological wreck, not a criminal. The world blames the victim. Always the simple response. What did he do to deserve it? A bleeding heart with blue hair? It's too much! I suppose the blue-haired fairy has a point of sorts, but she misses one, too. My gold pieces have vanished. I don't know who stole them or how, but everyone will pay for their insult. I like it like that. Return my gold pieces or I'll hold my breath. No. I'll slay everyone in sight, and those out of sight, too. He overplays his hand. In this village, that sort of reckless, if hyperbolic, statement is regarded as a threat, and as such, immediately challenged. Look there! I've made those silly boys into useful or edible donkeys without even trying! Besotted by visions of power and his own nastiness, he mistakes his will for the dark art that made him. He never sees how his lack of brain power puts him at risk. Nice. Bray of that, ya boob. You keep my fire stoked all winter. Look, everyone, a mad puppet on the loose. Slay the beast! Slay the beast! I'm happy to say that some serious crowd control will be required. Lives may be lost. See here again. Pinocchio speaks too soon. When he says he's happy, he knows not of what he speaks. Finally, Pinocchio, you found your way to the dark side. Okay, alles klar. Das ist ja schon mal alles wieder merkwürdig hier. Willkommen auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Hartholz hier. Ja, also Pinocchio ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall wieder ein Fall für America McGee, muss ich schon sagen. Es war ziemlich skurril, crazy und auch noch alle anderen wundervollen Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Und ich bin schon gespannt, also drei soweit haben wir auf jeden Fall nach vorne, also drei Episoden haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Mir fällt aber gerade nur eins ein davon, und zwar Schneewittchen kommt auf jeden Fall noch. Schneewittchen ist dann aber soweit die letzte Episode, das heißt, die anderen zwei fallen mir gerade in dem Sinne gar nicht ein erst. Schade eigentlich. Ja, da lassen wir uns dann auf jeden Fall mal überraschen, ne? Und zwar, das war's heute schon wieder mit America McGee's Grimm. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, ich war der Ben von Gaming with Ben. Ja gut, Gaming with Ben. So, ich muss mal meinen Text aufschreiben, den ich zum Schluss immer sage, ansonsten verhaspel ich mich. Auf jeden Fall, das war's heute hier wieder mit Gaming with Ben. Ich war euer Ben und sag von hier aus Tschüssikowski. Und bis dann, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken und kommentieren, natürlich auch teilen, damit die anderen Menschen da draußen das auch alle sehen. Und Personen und Tiere und Wölfe und alle anderen und Pinocchios natürlich auch. Und ja. Unten rechts ist der Abonnier-Button, einfach raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von Gaming with Ben oder von American McGee's Grimm. Und ja, ich sag Tschüssikowski, bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben und bis dahin natürlich immer schön weiterzocken. Also, reinhauen! This game is not yet rated. Happy Town. Look at them. Makes you sick. Living in a fairy tale world where so few get what they truly deserve. I want to make the insufferable suffer. Bring back the dark. Bring back the gruesome. Bring on
Ben, the Grim. Get ready for a weekly dose of woe, revenge, and blight in 24 episodes of a new GameTap original, American McGee's Grimm. Happily ever after ends now. Play it July 31st on GameTap.